Ich habe ja hier so eine schöne neue GoPro, den Testbericht seht ihr da oben irgendwo eingeblendet und das ist Fluch und Segen. Segen, weil tolle Bilder, tolle Funktionen. Der Fluch ist, dass man sofort neues Zubehör braucht und das kostet einiges. Ladegerät zum Beispiel nicht mitgeliefert, ein Ersatzakku braucht man auch schnell, kostet zusammen 50 Franken, 30 Franken alleine nochmals für einen zusätzlichen Akku und das kann man auch günstig haben. In Asien bei AliExpress bestellt. Für 30 Franken habe ich zwei Akkus und ein Ladegerät gekriegt. Jetzt wollen wir schauen, ob das auch was taugt. Packen wir es doch mal aus und drin hat es zwei Akkus, ein Beutel, ein Kabel und natürlich das Ladegerät. Und hier mal die erste positive Überraschung. Das Ganze funktioniert mit USB-C. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Toll, das neue USB-Format. Und die zweite Überraschung ein bisschen weniger toll, nämlich das ein bisschen wackelige Gehäuse hier, der Deckel. Ja, man kann zum Glück auch ohne Nutzen einfach offen lassen. Dann kann man trotzdem aufladen. Sind natürlich schon ein bisschen dreiste Kopien. Der Akku sieht genau gleich aus und sogar das Logo wurde kopiert. Hier steht einfach Propti drauf und nicht GoPro, aber das sieht 1:1 das gleiche aus. So ganz legal wäre das bei uns wahrscheinlich nicht. Das Aufladen klappt problemlos. Einfach reinstecken. Rotes Licht zeigt an, dass noch geladen wird. Grün heißt, es ist fertig geladen. Doch viel wichtiger ist, funktioniert das Ganze jetzt auch wirklich? Ich drücke mal. Ja, das tönt gut und tatsächlich, es schaltet ein, der Akku wird erkannt, alles kein Problem, 100% gibt es hier an und ja, ich würde sagen, dann können wir loslegen, probieren wir mal aus, wie lange die Akkulaufzeit ist. Bevor wir zum Fazit kommen, testen wir noch etwas aus. Was passiert, wenn ich den Originalakku reinstecke ins Ladegerät und siehe da, das funktioniert auch problemlos mit den Anzeigen rot noch nicht voll, grün es ist voll. Also man kann die drei Slots des Ladegeräts wirklich ideal nutzen, auch für den Originalakku. Allerdings bei der Laufzeit kann die Kopie mit dem Original nicht mithalten, nicht ganz jedenfalls. Ich würde jetzt sagen, etwa 45 Minuten mit dem kopierten Akku aus China, etwa eine Stunde mit dem Original. Insgesamt kann man aber damit gut leben. Schließlich kriegt man für 30 Franken zwei Ersatzakkus, ein Ladegerät und das im Vergleich zu 80 Franken Originalpreis. Ich denke, insgesamt ein doch guter Deal. Wir werden weiteres Zubehör, günstiges aus Asien, ausprobieren und natürlich auch die GoPro weiter begleiten.